Das Impfen selbst ist zwar nur von kurzer Dauer, hat aber negative und positive Langzeitfolgen. Ein Argument gegen das Impfen ist, dass die Langzeitstudien nicht durchgeführt werden. Ein Grund dafür ist, dass viele Impfungen erst in den 60er oder 70er Jahren eingeführt wurden. Außerdem wird vermutet, dass schwere Nebenwirkungen wie Krankheiten und Behinderungen auftreten können. Auch wenn Kinderkrankheiten unangenehm sind, sind sie bei gesunden Kindern in der Regel ungefährlich. Tatsächlich leiden geimpfte Kinder häufiger an chronischen Krankheiten wie Asthma, Neurodermitis, Heuschnupfen, Hyperaktivität und Migräne. Durch eine Impfung werden Antikörper gebildet. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass ein dauerhafter Impfschutz besteht, denn Krankheitsviren können sich leicht verändern, wodurch der Impfstoff nicht mehr vollständig wirkt. Zudem schützen die sogenannten Kinderkrankheiten im Kindesalter vor schweren Erkrankungen im Erwachsenenalter. Es wird auch vermutet, dass die Angst vor Krankheiten für Geschäfte ausgenutzt wird. Außerdem werden Impfstudien fast ausschließlich von den Herstellern durchgeführt, die Interesse an positiven Ergebnissen haben. Negative Studien werden in der Regel nicht veröffentlicht. Ein Argument, das für das Impfen spricht, ist, dass es den bestmöglichen Schutz vor gefährlichen Krankheiten bietet. Auch schützen Impfungen vor Ansteckungen sowie Epidemien und verhindern viele krankheitsbedingte Todesfälle. So erhöhen sie die allgemeine Lebenserwartung. Die Wahrscheinlichkeit, dass schwere Nebenwirkungen auftreten werden, ist gering. Tatsächlich können schwere Krankheiten durch Impfungen ausgerottet werden. Zudem gehören Impfungen zum Kinderrecht. Impfen ist ein komplexes Thema. Ob man es nun unterstützt oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen.